Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu Destiny. Viele von euch haben angefragt, dass ich mal Destiny spiele. Hier sind wir jetzt. Und ja, hier gibt es auch einen Multiplayer-Modus. Also die ganze Story ist irgendwie der Multiplayer-Modus. Und zwar, ich mache ein Let's Play durch die Story auf meinem zweiten Kanal, wo halt viele Videos hochkommen. Ich verlinke euch das Let's Play in der Beschreibung. Sollte ganz oben oder sowas verlinkt sein. Dort könnt ihr euch das gesamte Let's Play anschauen. Läuft immer noch. Deswegen, ja. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Und zwar stehen hier Kontrolle, Competitive Multiplayer, der tote Orbus sucht stets nach neuen Gebieten, um sein Entschlüsselungsgebiet über die Stadt hinaus auszudehnen. Nehme Zonen ein, um Punkte für jeden Kill zu erhalten. 6 versus 6 Teamaufgabe. Ich weiß nicht genau, was es sein soll, aber ich kann es ja mal machen. Competitive Multiplayer. Machen wir einfach mal. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll. Ja, ich denke, das gehört dann zum richtigen Multiplayer, denn selbst wenn ihr die Story spielt, die Story lässt sich manchmal nur mit 3 Spielern machen, also mit 3 unbekannten Leuten, die ihr gar nicht kennt, aber jetzt haben wir erstmal 12 Leute gefunden, 6 sind natürlich in unserem Team, 12 sind, ich meine 6 sind in anderen Team und dadurch sind wir insgesamt 6 Leute im Team und 12 Spieler insgesamt und das ist mein Raumschiff, mit dem ich immer in der Story rumfliege. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Multiplayer so aussieht. Ich weiß nicht unbedingt, was man hier machen muss. So, wir sind 6 Leute jetzt, genau. Na, dann bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Bin sehr gespannt. Ich frage mich, ob das so eine Art Team-Deathmatch ist, wie in Call of Duty, oder ob man irgendwie mehr sowas wie bei Battlefield so Missionen hat. Ich habe selber noch nie gespielt. Ich dachte mir, das erste Mal spiele ich jetzt mal mit euch. Weil ich bis jetzt nur den Multiplayer-Story-Modus gespielt habe. Oh, da haben wir noch ein anderes Raumschiff. Man kann die Raumschiffe natürlich auch ändern. Später, glaube ich. Okay. Dämmerbruch. Stadt, was? Stadtperimeter, Erde. Stadtperimeter. Cooles Wort. Jetzt bin ich gespannt. Kontrolle. Bravo, Team. Okay. Zeit zu kämpfen, Hüter. Erobert alle Zonen. Alle Zonen erobern. Herrschaft oder was? Ich verstehe es noch nicht ganz. Ja. Ich glaube, das ist sowas wie Herrschaft. Kann das sein? Was? Komm schon, ich bin doch... Zone A erobert. Zone C ist sicher. Ah, shit, ich bin gleich tot. Nein, da bist du einmal von mir. Ach, du heilige Scheiße, shit. Oh mein Gott, ach, okay. Zone B ist sicher. Was? Ah, nur wie nimmt man die... Ich verstehe es. Nur wie nimmt man die Zone ein? Das würde mich interessieren. Verloren. Ja, mein erster Kill. Habe ich einen Kill, Jan, ne? Ich glaube schon. Hab keine Ahnung. Zone A neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Wow, das ist intensiv, Alter, der Multiplayer. Der ist richtig intensiv. Also da muss man schon wirklich Skill aufweisen. Was mir auffällt. Ah, ich krieg Punkte. Ja, das ist nice. Das hilft mir sehr, weil ich dann im Multiplayer, im Story-Modus es einfacher habe. Weil im Story-Modus gibt es auch so Level. Ist sicher. So, es geht bis Level 20 insgesamt. Hier kann ich sie einnehmen. Bitteschön. Ah, wir haben es eingenommen. Scheiße. Heil dich. Oh, ich habe noch einen Boss! Zone C ist sicher. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht den Feind. Zone A verloren. Scheiße, wir haben sie verloren, obwohl ich hier bin. Ich kann nichts machen, Leute. Der Feind hat Zone A erobert. Die sehen mich nicht. Zone B verloren. Oh, das ist spaßig, der Multiplayer. Wo sind die? Oh, meine. Der Typ ist unsichtbar. Zone B ist sicher. Zone C verloren. Nein! Oh nein, nein! Ich sterbe gleich! Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich lebe noch. Heilige Scheiße, wie lebe ich denn noch? Oh, das ist ein richtiges... Ah. Es ist intensiv, es ist sehr intensiv. Zone C ist sicher. Oh nein, ich sterbe. Fuck, nein. Nein, ich bin... Oh, ich bin so dumm. Was? Ich hab... Wie, das stehen gar nicht... Also ich nur meine Punktzahl oder was? Feind hat Zone B erobert. Verstehe ich nicht irgendwie. Geht's hier, geht's überhaupt nach Kills? Nee, ne? Nicht wirklich. Also man bekommt Punkte. Was? Was? Wie hat er mich... Wie? Ah, eine Schrotflinte. Oh, geil. Wir haben eine Schrotflinte, Leute. Die habe ich noch nie verwendet. Ich verwende die mal aus Spaß. Auf der Karte übrigens werden unsere... Hier muss ein Gegner sein. Heilige Scheiße. Wow, mein Leben. Oben ist übrigens mein Leben. Oder mein Schild, eher gesagt. Mein Schild. Weil lädt sich ja wieder auf. Das Leben lädt sich ja nicht so schnell auf. Intensiv, Leute. Sehr intensiv. Wir sind aber gerade am Verlieren. Wir müssen gewinnen. Zone C verloren. Nein! Oh, er hat mich gemessert. Der Bastard. Dauerrocker. Er ist sogar ein Deutscher. Shit. Hat mich gemessert, leider. Achso, ich kann wieder einsteigen. Okay. Kann ich auch eine andere Waffe nehmen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind am Gewinnen. Ich weiß nicht, wir sind das rote Team, ne? Hinter mir sind welche, vor mir sind welche, überall. Hier sind welche. Was? Ich bin tot. Nein! Ich... Wie bekomme ich sie denn immer noch? Ich verstehe das nicht. Führung abgegeben. Scheiße. Ah, oh, okay, wir sind... Sind wir das obere? Ich weiß immer noch nicht, ob wir das obere oder das untere Team sind. Der Feind hat Zone A erobert. Der Feind hat alle Zonen. Nein! Jetzt verkacke ich voll. Shit. Irgendwie kann man noch unsichtbar werden. Okay, so kann ich nicht Granaten werfen, das wollte ich jetzt nicht. Zone B ist neutralisiert. Zone was? A neutralisiert. Hat er mich gequickscoped oder was? Geht das hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Nee, niemals. Zone A ist sicher. Ach du Scheiße. Na, ist ja super schlau hier reinzugehen. Ah, ich sehe schon, ja. Ich kann nicht schießen. Keine, ach, keine Munition mehr. Zone B neutralisiert. Neutralisiert, okay. Wir haben Zone B eingenommen. Ich weiß ja nicht, ob das so schlau war, das jetzt einzusetzen. Komm schon. Ich war im Gegner am Tel. Zone A verloren. Fuck, oh nein. No! Die Cross. Zone A erobert. Das ist so hart. Ich hab keine Ahnung. Aber es macht Spaß. Es ist nur schwer. Es ist wirklich schwer. Schwere Munition kommt. Weil die Gegner ja auch gar nicht so schnell sterben, wenn die schneller sterben würden. Ich meine, ihr könnt sehr schwer. Schwere Munition verfügbar. Komm schon, töte ihn. Ja, ich hab ihn. Oh, Mann! Oh, mein Leben ist anstrengend. Mein Leben ist so anstrengend. Wieso ist das nur so? Keine Ahnung. Feind hat Zone B erobert. Ihr habt alle verloren. Sie haben die Kontrolle. Super, ich glaube, wir gewinnen das Spiel. Ja, das sieht gut aus. Nur noch 5 Minuten. Heilige Scheiße, das sieht gut aus für uns. Zone Hallo? B ist neutralisiert. Boah, das Spiel ist purer Skill. Ich weiß nicht, also jeder von euch müsste Halo kennen eigentlich.
Zone B ist sicher. Und da geht's nur um sowas, um Steffen, etc., etc. Also hier geht's wirklich nur um Steffen. Habe ich ihn eliminiert? Ja, habe ich. Oh, das werde ich öfter spielen müssen. Ihr müsst mich wissen lassen, wollt ihr mehr von Destiny sehen? Haha, erster. Also die wollen die... Man kann es auch wirklich gut hier verteidigen, muss man dazu sagen. Ja, ich bin tot. Bin tot, war klar. Eieieiei. Zone B verloren. Es hilft mir persönlich sehr beim Singleplayer. Weil wenn ich hier schon aufsteige, dann, ne. Feind hat Zone B erobert. Ich meine, ich bin schon bald Level 11 wieder. Deswegen, ich denke, ich werde ein paar Folgen mehr raushauen von Destiny. Ich frag mich mal, von wo die mich hier anschießen, wenn ich hier rein... Seht ihr, ich werde immer getroffen. Von wo? Immer. Wenn ich an dieser Stelle lang gehe, sterbe ich immer. Immer. Deswegen gehe ich da so ungern lang. Immer. Ah, wir verlieren eiskalt, glaube ich. Ja. Ich kann ja versuchen, B einzunehmen. Wenn es nicht um Kills geht, das macht mein Team schon sehr schön. Ich will helfen. Zone B neutralisiert. Es gibt auch Punkte, wenn wir die Flanke einnehmen. A neutralisiert. Darum geht's hier hauptsächlich. Und ich mag den Sprecher, der ist wenigstens... Ihr habt Zone B eingenommen. Weiß nicht, der hat eine gute Stimme. Eine männliche Stimme. Heilige Scheiße, bitte nicht. Von wo kommst du denn? Was ist das? Ach, der wirft Granaten. Ach, so einer bist du also, hä? Der wirft Granaten. So eliminiert er uns. Ja, das tut er. Hui! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Mann! Hab ihn umgebracht. Ich würde euch so gerne High Five geben, aber hab keinen Bock auf euch, nein, Spaß. Super bereits. Okay. Zone B verloren. Das ist so eine Spezialwaffe, die man einsetzen kann. Das sieht dann so aus. Wow. Ich lebe es. Feind hat Zone B erobert. Ich hab ihn eliminiert. Wie schnell war das denn? Zone A verloren. Oh. Ich hab. Oh, wie ich ihn gegeben habe. Oh, Eroberung. Das ist schwere Munition. Ihr habt Zone B eingenommen. Nice. Das sind die besten ever, Leute. Zone C neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Heilige Scheiße. Wie hat er das gemacht? Du hast den Gegner wohl unterschätzt. Ja! Hab ich! Zone B verloren. Feind hat Zone B erobert. So. Versuche jetzt Zone A einzunehmen, Leute. Ja. Davon da. Ich weiß, dass du noch mehr kannst. Danke. Sagt sie mir auch immer. Ja! Mein Team hat verloren. Nein! Fuck! Oh, Mann! Yay! Upgrades! Oh, das ist so nice für meinen Singleplayer. Dann wird es mir einfacher fallen, das Spiel durchzuspielen. Okay. Verlassen. So. Wow, also es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war sehr spaßig. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Hat mir gefallen, muss ich sagen. Hat mir gefallen, vor allem, man muss auch nicht immer die Lobby wechseln, sondern man muss nur eine halbe Minute warten und dann kommt man in die nächste Lobby. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!